Die Matthias-Bauer-Schule ist eine Schule mit Förderschwerpunkten, sogar mit zwei Förderschwerpunkten, nämlich mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung. Und zudem ist an unserer Schule noch das regionale Beratungs- und Förderzentrum angegliedert worden. Das heißt, von uns schwärmen Förderschulkollegen und Kollegen anderer Lehrämter aus in alle Schulen unseres Landkreises, sodass unser Kollegium mittlerweile um die 80 Kollegen fasst. Genau, das heißt, wir sind für eine Förderschule eine sehr große Schule und freuen uns umso mehr, dass der Landkreis und der VDK und die Hochschule Fulda uns gebeten haben, mit an diesem bezaubernden Projekt teilzunehmen. Genau, damit würde ich gerne schon weiter in der Frage. Die Schulvorstellung war kurz und knapp. Die war kurz und knapp, genau. Also klar. Ja, sicher. Na klar, wer ist dran? Ja. Darf ich Sie auch hier nochmal begrüßen in der Runde? Ich freue mich, Frau Ackermann, dass wir uns heute schon wiedersehen. Immer wenn wir uns sehen, kommt was Gutes dabei heraus. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich habe es heute schon gesagt, als wir uns in Korbach trafen, um uns auch gemeinsam aufzustellen für die Qualifikation von Pädagoginnen und Pädagogen für Kindertagesstätten. Das war ja das Projekt, das wir uns heute hier sehen. Und wieder etwas tun auf dem Gebiet der Gesundheitsprävention. Ich freue mich darüber, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Fachdienst Gesundheit, heute ist ja Frau Weigel da, die Verwaltungsleiterin unseres Gesundheitsamtes, wie das dann doch so langläufig heißt und nicht Fachdienst, die sich jetzt intensiv der Aufgabe der Gesundheitsprävention annehmen. Das ist durchaus bei uns in der öffentlichen Verwaltung eines Landkreises etwas Neues und etwas Besonderes, weil Gesundheit war ja bisher immer nur öffentlicher Gesundheitsdienst, abwehrend oder vorbeugend. Das Thema Pandemien, Epidemien zu bekämpfen, ist eine Frage, oder auch das Thema Hygiene in Einrichtungen, das sind so die Schwerpunktaufgaben des klassischen öffentlichen Gesundheitsdienstes, und ich bin sehr froh darüber, dass sich das jetzt wandelt und dass wir diesen Weg des Wandels auch aktiv mitgehen, den wollen wir auch mitgehen. Das Thema Gesundheitsprävention spielt in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Wir müssen die Menschen immer mehr dazu erziehen, den Lebensalltag auf gesundheitliche Aspekte mitzufokussieren. Wir sehen das ja jetzt gerade wieder in diesen Zeiten. Ich habe es die Tage versucht, mit dem einen oder der anderen Kontakt aufzunehmen. Ganz viele Menschen sind zur Zeit wieder erkrankt. Grippe, diese komische Krankheit mit C und dann Corona, die nimmt auch wieder einen gewissen breiten Raum ein. Und ich stelle auch immer mehr fest, dass Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychische Erkrankungen haben, stressbedingt und vieles mehr. Darauf sollen und wollen wir ja auch verstärkt unser Augenmerk richten. Das habe ich beim letzten Mal von Ihnen gelernt, Frau Ackermann. Und wir selber wollen das auch gerne geben. In breite Teile der Zivilgesellschaft eindringen und erreichen, dass man bewusst das Thema Gesundheit und Gesundheitsprävention im Alltag mitnimmt. Genauso wie Essen und Trinken. Das ist ja so die Zielsetzung. Und das Projekt hier mit Ihnen, Frau Baldin, hat. Das ist super, das hat mir gut gefallen. Ich wusste das immer nicht, was die Damen alles so machen, aber die haben das dann erläutert. Und wir haben ja erst vor kurzem auch drei Arbeitskreise gebildet innerhalb der Fachlichkeit unseres Gesundheitsamtes, aber auch unterstützt mit anderen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der Zivilgesellschaft, wo wir einmal die jungen Menschen in den Fokus nehmen bei Gesundheitsförderung. Dann die arbeitende Menschheit, sage ich mal so, die von Frau Weigel von 25 bis 65. Und auch mit den älteren Menschen wollen wir uns im Rahmen der Gesundheitsförderung beschäftigen. Da hatten wir jetzt zuletzt erst eine Arbeitskreisinitiierung. Und heute sind wir bei Schülerinnen und Schülern. Da fängt natürlich alles an. Das ist ja unsere Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen auf den Weg, so zu leben. Und ich will noch eines sagen. Ich bin bei uns im Hause nicht nur verantwortlich für dieses Gesundheitsthema, sondern auch für Jugend und Soziales. Und gerade wenn ich an den Bereich Jugend denke, dann weiß ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir tauschen uns ja fast täglich aus, die
wachsenden sozialen Disharmonien in den Familien. Erziehung wird zum ganz großen Teil heute abgegeben an den anonymen Staat oder öffentliche Einrichtungen. Das werden Sie in der Schule als allererste merken. Wir merken das aber auch schon. Wir kommen das schon mit in den Kindertagesstätten. Dann mag man das beklagen und sagen, ja, das ist Sache des Elternhauses, aber wir müssen halt feststellen, dass die Gesellschaft sich so geändert hat, dass eine immer größere Zahl an Erziehungsberechtigten gar nicht mehr in der Lage ist, die Kinder in Teilen qualifiziert zu erziehen. Also ist das dann doch wieder die Aufgabe in Kindertagesstätten und in Schulen. Und deshalb ist das Projekt auch ganz besonders wichtig, dass wir da Erfahrungen sammeln. Alles das, was wir machen, von der Erfahrung sammeln, dass wir es vielleicht breiter auslegen können. Da bin ich Ihnen natürlich und Frau Baltner Ihnen auch dankbar, dass wir es hier machen können in so einer Schule. Herzlichen Dank und ich bin mir ziemlich sicher, da kann was Gutes draus werden. Und natürlich danke für den Staatsbesuch in Bad Mildow. Schließe ich mich mal an, bevor es dann in Medias Res geht, das ist natürlich das viel interessantere Thema, sozusagen mal von Seiten der gesetzlichen Krankenversicherung Ihnen noch ein paar Worte mitzugeben, lieber Herr Frese, wie Sie es gesagt haben. Wir hatten ja schon das Vergnügen, freue mich sehr, Sie heute hier wiederzusehen und sozusagen im gleichen Landkreis gleich das zweite Präventionsprojekt aus der Taufe zu heben, hier bei Ihnen in der Schule, Frau Baltinat, und mit Ihrer Unterstützung und Begleitung und Evaluation und so weiter und so fort, liebe Frau Professor Hartmann. Ich möchte Grüße ausrichten und auch mit ein bisschen Stolz sozusagen sagen, wir haben ja hier ein Projekt, ein Präventionsprojekt, was von mehreren Krankenkassenverbänden unterstützt wird. Die Kolleginnen und Kollegen in anderen Verbänden konnten es leider heute nicht möglich machen, sodass sie mich gebeten haben, ein bisschen in Vertretung dazu zu kommen. Also sozusagen fürs Protokoll. Das Projekt wird unterstützt vom Verband der Ersatzkassen, der wiederum von den Ersatzkassen beauftragt ist, vom BKK Landesverband Süd, von der IKK Klassik, der Knappschaft und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als landwirtschaftliche Krankenkasse. Das muss ich ablesen, das ist sonst zu lang. Ja, also insofern herzliche Grüße auch von den dort verantwortlichen Personen, die das einfach auch ganz klasse finden, so ein bisschen wie Sie es gesagt haben. Ja, weil Gesundheitskompetenz ist letztendlich ein Schlüssel für gesundes Leben insgesamt. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie geschildert haben zum Thema, wie viel bekommen Kinder und Jugendliche heute noch sozusagen von zu Hause mit, sagen wir auch, oder vielleicht nicht mehr so viel mit, dass gerade an der Stelle, also bei jungen Menschen, schon das Thema Gesundheitskompetenz sozusagen in den Fokus rutscht. Also auch hier der kompetente Umgang, und das habe ich verstanden, mit analogen, aber sicherlich vor allem auch digitalen Informationen zum Thema Gesundheit und Gesundheitskompetenz in den Blick genommen wird, die Jugendlichen, die Kinder auch, auch sehr wichtig, wissen, wo sie verlässliche Informationen auch herbekommen. Da gibt es ja so viele Quellen und das Internet bietet viele Möglichkeiten, aber hier und da auch Risiken. Und da wollen wir ja irgendwie gucken, dass wir so unterstützen, dass dann auch die richtigen, in Anführungszeichen, Informationen ankommen. Ich rede sozusagen immer nur von dem, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, dass genau da das Projekt Gesundheitschamps, wir wissen um unsere Gesundheit Bescheid, eben auch ansetzt, nämlich Kindern und Jugendlichen in Inklusions- und Förderschulen und auch deren Lehrkräfte sozusagen dazu zu befähigen, etwas für die Gesundheit zu tun. Ich sagte schon, es geht um Aufbau von Gesundheitskompetenzen, geht aber auch darum, ein Verständnis für die Facetten und Dimensionen von Gesundheit zu entwickeln. Auch darum, welche Faktoren beeinflussen Gesundheit. Und gleichzeitig ist ja auch das Schöne, die daran teilnehmen können, dann nachher auch als MultiplikatorInnen dienen, um das entsprechend weiterzugeben. Es fördert außerdem, und das ist für uns als gesetzliche Krankenkassen und auch für unsere Mitgliedskassen und den VDEK besonders wichtig, auch den Zugang zu gesundheitsfördernden Maßnahmen und zu mehr gesundheitlicher Chancengleichheit. Also auch das wird hier entsprechend gefördert und damit eben ein Grundstein, ich sagte es eingangs, auch dafür gelegt, dass dann auch die Kinder, die ja erwachsen werden, da jetzt schon den Grundstein sozusagen für ein gesünderes Leben einfach mitnehmen. Ja. Genau.
muss ich ein bisschen mit Hintergründen, warum wir fördern dürfen. Sie kennen das jetzt schon, Herr Frese, also lehnen Sie sich zurück. Ist gut, genau. Also warum fördern die gesetzlichen Krankenkassen, warum dürfen Sie das auch überhaupt, Präventionsprojekte? Es gibt seit 2015 das Präventionsgesetz. Das ist letztendlich nach wie vor auch die gesetzliche Grundlage für vieles, aber eben auch für die Unterstützung von Präventionsprojekten durch die gesetzliche Krankenversicherung. Die Intention des Gesetzes, wirklich sehr kurz gefasst, ist eben den Präventionsgedanken nachhaltig zu stärken. Es wurde auch darin geregelt, dass mehr finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Mittel zur Verfügung stehen als vorher. Und ein spezieller Fokus ist auch eben die Förderung von Prävention in Lebenswelten, in sogenannten Settings. Und da sind wir hier natürlich auch in einem ganz besonderen Setting bei Ihnen hier im Hause und freuen uns einfach, ich sagte es schon, dass wir hier auch entsprechend tätig werden können und das eben auch kassenartenübergreifend. Das hat es so bisher in Hessen jedenfalls noch nicht gegeben. Wir bei Ihnen waren, haben wir ein sozialversicherungsübergreifendes Projekt unterstützt mit der Unfallkasse, sodass wir da dann auch nochmal wieder sozusagen andere Zielgruppen adressieren konnten. Es gibt so viele Facetten. Genau, Gesundheit als Leitbild soll in den Lebenswelten etabliert werden. Da nehme ich mal an, klingelt es bei Ihnen sehr laut, weil Sie das Ganze ja sozusagen aus wissenschaftlicher, auf wissenschaftlicher Ebene auch begleiten. Genau, und neben den in Anführungszeichen, wenn man das noch so sagen kann, den normalen Regelschulen oder auch Hochschulen, ist es sehr schön, dass wir hier sozusagen auch einen ganz speziellen schulischen Ausschnitt haben, wo gefördert werden kann. Kleine Brücke. Es gibt natürlich auch noch andere Lebensbereiche, wo es wichtig ist, Präventionsprojekte zu fördern, also zum Beispiel auch für besonders herausgeforderte Personengruppen wie Alleinerziehende, wie Senioren, wie BewohnerInnen von Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund und die Liste könnte man noch relativ beliebig auch fortführen. Da wird auch schon einiges getan, muss noch mehr getan werden, sind wir der Meinung. Und damit soll eben auch erreicht werden, dass Menschen, die Prävention nicht so im Fokus haben in ihrem Alltag, in ihrem Leben, einfach da den Blick drauf richten, gerichtet bekommen, dabei unterstützt werden. Genau, und da sind gute Einfälle und praktische Ansätze wichtig. Und deshalb brauchen wir Sie alle letztendlich als Partnerinnen und Unterstützer, ja, so wie wir hier sitzen, wie Sie hier sitzen, ja, weil alleine mit Geld ist erstmal noch nichts gewonnen. Ich weiß, ohne Geld wird es auch schwierig, aber alleine die Förderung macht es nicht. Deswegen freuen wir uns, dass wir mit der Hochschule Fulda da einen kompetenten Kooperationspartner gefunden haben, der die Schülerinnen in den jeweiligen Einrichtungen auch über den Projektverlauf begleiten und das Projekt dann auch am Ende evaluieren werden, weil ich sagte eben, das Präventionsgesetz zu Recht sagt, Präventionsgedanke nachhaltig sozusagen verankern. Projekte sind sozusagen der Anfang und idealerweise das, was dann da gemacht wurde, gelernt wurde, erlebt wurde, soll dann sozusagen weiterwirken. Genau. Dass wir hier wieder in Ihrem Landkreis sind und auch Ihre Unterstützung, die Ihre Mitarbeiterinnen haben, freuen wir uns natürlich auch wieder sehr. Gerne wieder. Ich komme gerne wieder. Das macht einfach immer Spaß. Wir kommen auf Sie zurück. Ist gut. Genau. So, und weil das alles hier passt, erfüllt das Projekt auch die durchaus hohen gesetzlichen Anforderungen des Präventionsgesetzes und das bringt uns, das war der Ausgang sozusagen meines kurzen Exkurses, in die Lage, eben als gesetzliche Krankenversicherung das auch entsprechend zu unterstützen. Wer es macht, habe ich schon gesagt, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Was ich noch sagen könnte, ist, dass das Projekt über einen Zeitraum von 3 Jahren angelegt ist und aktuell mit ungefähr 260.000 Euro entsprechend auch von der gesetzlichen Krankenversicherung unterstützt wird. So, damit kommen wir auch zum Ende. Ich wünsche Ihnen allen als Beteiligte, als Ausübende ganz viel Erfolg und auch viel Spaß und auch den Teilnehmerinnen, Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte. Da würde ich manchmal gerne Mäuschen sein, um einfach mal ja, reinzuschauen. Genau. Und herzlichen Dank an Sie alle als Projektpartnerinnen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und ich glaube, jetzt geht es ins Thema, oder? Richtig? Ja. Danke. Ja, ich würde dann weitermachen.
Wir haben tatsächlich ein paar Folien vorbereitet. Soll ich mal am Anfang gehen? Dann setzen wir uns auf die andere Seite. Ja, das wäre ja. Weil man nicht so auf der Disziplin schon will, wenn ich das sage. Normalerweise habe ich Studien von Rutsch. Ich freue mich sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ackermann, liebe Frau Freitin und liebe Erfriese, liebe Anwesende. Freue mich, dass es heute so weit ist und den Auftakt tatsächlich wagen. Ja, an der Hochschule in Fulda mit Frau Sendatzky und Frau Tickes sind am 1. Oktober gestartet, schon mal die Vorbereitungen zu treffen. Genau, und ich werde jetzt was zum Projekt und vielleicht zur Anlage sagen, was sich hinter dem Titel Gesundheitschance verbirgt. Und zwar vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe Soziologie studiert und Gesundheitswissenschaften, hauptsächlich in Bielefeld und dann in Berlin bei Professor Kuhlmann promoviert und bin dann über mehrere Mitarbeiterstellen dann vor 5 Jahren an die Hochschule berufen worden, auf die Professuren im leitenden Fachbereich Gesundheitswissenschaften zu tun. Warum erzähle ich das? Weil durch diese Station war ich lange Zeit mit Datenauswertung beschäftigt und habe auch viele Jahre und immer noch, auch in Hessen jetzt seit 5 Jahren, die sogenannte HBSC-Studie, hier heißt die Behavioral School Age Children Studie, zu verantworten. Und da erfassen wir regelmäßig Indikatoren zur Gesundheit, zum Gesundheitsverhalten von SchülerInnen im Sekundarstufenbereich. Und wir haben tatsächlich im Schuljahr 21/22 hier, und so nahm quasi auch das Thema hier seinen Lauf, auch ein bisschen die Lücken zu erklären, haben wir eine Befragung der hessischen Schülerschaft im Rahmen der HBSC-Studie durchgeführt und waren dann erstaunt auch über die Ergebnisse, gerade auch während dieser Corona-Pandemie-Zeit. Das heißt, wir haben durchweg eigentlich gerade bei den Belastungsindikatoren psychische Gesundheit, psychosomatische Beschwerdelast, seelische Gesundheit eigentlich ein Viertel bis zum Drittel der Schülerinnen über alle Schulformen hinweg, die hier erhöhte Werte angeben. Und das strickt sich auch fort, das kann man fortsetzen, quasi auch auf Adipositas, Übergewicht, auch hier 25-30% der befragten SchülerInnen, die das angeben und für die das zutrifft, und bei dem Bewegungsverhalten auch unregelmäßiger Sport in der Freizeit, also außerhalb der Schule, zu 25-30% der Altersgruppen zwischen, ich sag mal, 11 und 18, 17, 18 Jahren. Und das war sozusagen mein Kernbeschäftigung in den letzten Jahren. Die Frage, die ja dann immer damit schwingt, ist, was können wir denn jetzt eigentlich tun und für wen treffen diese Daten zu, wo haben wir vielleicht auch weniger Erkenntnisse, und das trifft auf Kinder mit besonderen Bedarfen, mit Förderbedarfen zu. Da haben wir tatsächlich noch eine Datenlücke auf und aber auch, und das bringt mich zur nächsten Folie, auch tatsächlich Lücken im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung. Wir haben Programme in Deutschland, die sich entweder auf kleinere Altersgruppen, also Kindergarten-Setting, beziehen. Aber wenn man sich die Liste anguckt, gibt es hier im unteren Bereich gemeinsam täglich gesund oder gesund nach Schule vereinzelt Projekte, die bereichsspezifisch, also jetzt mit Fokus auf Ernährung oder mit Blick auf ein Medienpaket für die Lehrerinnen zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, die sozusagen sich am Rande mit Kindern mit besonderen Bedarfen beschäftigen. Und um diese Lücke zu schließen, kam dann eben die Idee auf, das Projekt Gesundheitschance auch durchzuführen. Ich bin sehr froh, auch hier zu sein und auch Sie, Frau Paltinat, als Schulleitung hier gewinnen zu können, dass wir enger zusammenarbeiten mit Ihnen, Herr Frese, und natürlich nicht zuletzt mit Ihnen, Frau Ackermann, und dem VDEK in Hessen zusammenarbeiten zu dürfen und diese Lücke auch ein Stück weit zu schließen. Was über alle Projekte hier hinweg greift, ist eigentlich der Punkt, dass seltenst die SchülerInnen selbst mit einbezogen werden, man nennt das Partizipation, in die Entwicklung von Materialien, da wundert man sich. Und das ist auch ein Dreh- und Angelpunkt, um den es in dem Projekt gehen wird, dass wir gemeinsam mit den Schülern Übungen, Anwendungen, Spiele, Materialien, Quizfragen ausprobieren,
und auch ein Feedback dazu einholen können, ehe die dann weiter in unsere Materialsammlung einfließen. Und das hat man tatsächlich in diesem Projekt nur anständig gemacht. Also ich versuche so ein bisschen die Einordnung auf das Projekt hier vorzugeben. Von daher bin ich sehr froh, dass wir diesen Schritt auch wagen können und nicht alle Geldgeber lassen das auch an der Stelle zu, dass man diesen Spielraum auch hat. Das muss man auch sagen. Das heißt, worum geht es? Uns geht es in erster Linie um die SchülerInnen mit besonderen Bedarfen hier im Bereich der Sekundarstufe 1. Das sind in erster Linie Kinder mit Förderbedarf Lernen, aber auch Förderbedarf geistige Entwicklung, mit denen wir dann verstärkt zusammenarbeiten werden in sogenannten Kreativwerkstätten. Das sind Workshop-Formate, in denen wir genügend Zeit haben, dann auch Dinge auszuprobieren, gemeinsam auf den Weg zu bringen. Im Vordergrund des Projektes steht, Sie sehen das hier oben, das ist natürlich jetzt so fachwissenschaftlich sperrig, um die Wissens- und Handlungskompetenz. Diese Programme, die ich Ihnen gezeigt habe auf der vorherigen Folie, die stellen wunderbare Materialien zusammen, die im Unterricht durch die Lehrkräfte vermittelt werden können. Da befinden sich auch handlungskompetenzstärkende Elemente darin. Das heißt auch, wie kriege ich das in meinen Alltag überführt und auch verstetigt. Evaluationen stehen da aber teilweise in den anderen Projekten noch aus. Deswegen legen wir hier in den Südwestchens auch einen besonderen Wert auf die Verstetigung und Überführung tatsächlich in Alltagspraxis. Das heißt, nicht nur gehört, ist gleich angewendet und dauerhaft beibehalten. Wir kennen das, glaube ich, alle. Jeder, der vielleicht schon mal geraucht hat oder auch Süßigkeiten, ist auch so ein Thema. Wir wissen alle darum, aber wenn dann die Schale mit dem Mundwasser steht, dann ist auch nichts dagegen einzumachen. Der Punkt ist nur, sensibilisiert dafür zu sein und zu sagen, wie kann man es denn ausgleichen durch mehr Bewegung oder aber vielleicht auch mal einen gesunden Snack zwischendurch. Und da sind wir genau bei dem Thema Handlungskompetenz. Und im Kern rekurrieren wir natürlich auf die im Leitfaden Prävention der gesetzlichen Krankenversicherung aufgeführten Handlungsfelder der Prävention, unter anderem eben Gesundheit, Gesundheitskompetenz, also den Umgang mit Gesundheitsinfos, dann aber auch Bewegung, Ernährung, psychische Gesundheit und Entspannung. Die Zielgruppe, mit denen wir zunächst verstärkt zusammenarbeiten, sind natürlich die SchülerInnen, daneben aber auch weitergefasst die Akteure im Landkreis und nicht zuletzt auch das schulische Personal, um dort quasi eng im Austausch zu bleiben, was sind Bedürfnisse und Bedarfe beider Gruppen. A, für die SchülerInnen, um Gesundheits-, also Wissens- und Handlungskompetenz zu stärken. Zum anderen aber auch, was sind Stellschrauben, um das Projekt auch nachhaltig nutzen und transferieren zu können. Und Sie hatten das ja eben auch schon in Ihren Beitrag gesagt. Das heißt, was haben wir vor, wie gehen wir vor im Einzelnen? Das sind jetzt vielleicht so ein bisschen die Phasen durch das Projekt. Wir haben eine dreijährige Laufzeit und orientieren uns, wie so viele gesundheitswissenschaftliche Projekte oder Projekte, Programme im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention am Public Health Action Cycle. Und dieser Zyklus startet klassischerweise mit einer Bedarfserfassung, und zwar nicht nur bei einer Zielgruppe, sondern eben bei beiden Zielgruppen, die involviert sind. Und das Ziel dahinter ist, dass wir einen Anforderungs- und Kriterienraster entwickeln können, welche Inhalte sind wichtig für diese Materialsammlung, die am Ende entstehen soll. Da sage ich gleich noch etwas dazu. Und aber auch, wie muss die Gestaltung vorgenommen sein, sodass sie für die Kinder und Jugendlichen, die es nutzen, und aber auch die Lehrkräfte in erster Linie, so gestaltet ist, dass es für alle nutzbar ist. Was sind motivationssteigernde Elemente und das fließt alles in den Anforderungs- und Kriterienkatalog ein. Und das übergeordnete Ziel ist dann tatsächlich eine sogenannte Toolbox zu erstellen. Toolbox ist jetzt halt so ein englischer Begriff. Dahinter ist vielleicht so eine Art Werkzeugkoffer zu verstehen. Also wie so eine Box. Ich denke da immer an Siedler, dieses Spiel, um ehrlich zu sein. Und dass man aus diesem Werkzeugkoffer unterschiedliche Materialien herausnehmen kann. Das können Infotexte sein,
vielleicht mit Möglichkeiten der Vorlesefunktion oder aber durch die unterstützende Lehrkraft dann eben vorgelesen. Das können Aufgabenblätter sein, Spieleübungen, Rätselaufgaben, um das, was man so ein Stück weit gelernt hat, auch nochmal spielerisch zu testen. Das können Rollen, Spiele sein, Bildkarten und dann natürlich auch für die Nutzenden Anleitungen, wie sie die Materialien natürlich verwenden. Die Durchführung geschieht partizipativ, das heißt, wir werden eine kleine SchülerInnen-Arbeitsgruppe bilden und mit ihnen in regelmäßigen Abständen sogenannte Kreativwerkstätten durchführen. Das heißt, Workshop-Format, hier zusammenkommen, die Räumlichkeiten sind ja herrlich. Deswegen bin ich sehr happy, das auch heute jetzt zu sehen und nicht nur auf dem Foto. Genau, und werden hier regelmäßig dann in den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Schülern kommen. Gegen Ende dieser Erprobungs- und Erstellungsphase schließt sich dann, und das ist das Stichwort Nachhaltigkeit, wie kann es jetzt gelingen, auch das, was mit einzelnen SchülerInnen erarbeitet wurde, dann auch in die Fläche zu bringen, und da haben wir eine Schulung, und da kommt so ein bisschen der Namensgeber des Projekts auch ins Spiel, eine Schulung von Gesundheitschecks vorgesehen. Das heißt, wir schulen dann eine größere Gruppe an SchülerInnen mit den entwickelten Materialien zu Gesundheitschecks, sodass die in der Lage sind, das an ihre Peers, an ihre Gleichaltrigen, an ihre MitschülerInnen oder auch Freundinnen weiterzugeben. Und das ist ganz eng beim Leitfaden Prävention, wo es um Multiplikatoren in den Ansatz geht. Zu guter Letzt entsteht ein Handlungsleitfaden, der eben dazu dienen soll, dass die Nutzenden und hier vielleicht eher die Fachkräfte, das Schulpersonal auch weiß, wie kann man jetzt diese Toolbox, diesen Werkzeugkoffer mit den Materialien nutzen. Kann man das in Schulstunden einbetten, außerhalb des Schulunterrichts? Kann man das häppchenweise machen, modular oder wie kann man es am besten verwenden? Wenn man das so genau wüsste, dann wäre der Koffer vielleicht jetzt schon fertig. Aber genau das Spannende ist quasi bei der partizipativen Durchführung, weil wir sozusagen aus den Perspektiven der Schulakteure, kommunaler Akteure, vielleicht auch Schulamt, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, zusammenkommen und sagen, okay, was sind jetzt da Stellschrauben, was braucht es auch an Rahmenbedingungen? Sind das wöchentlich anderthalb Stunden? Ist das mal eine Gesundheitswoche? Was ist es, dass man diese Toolbox auch anwenden kann? Das können wir erst am Ende sozusagen dann auch gemeinsam festlegen oder herausfinden. Frau Ackermann, Sie hatten es gesagt, die Hochschule wird begleitend evaluieren, um zu gucken, was sind hier jetzt förderliche, hinderliche Faktoren während der Durchführung. Aber wir erhoffen uns natürlich auch bei der Arbeitsgruppe mit den Schülerinnen, dass wir erst den Wirksamkeitsnachweis, so nennen wir das in der Fachwelt, auch erzielen können. Das heißt, wir erhoffen uns schon ein bisschen, dass wir während der Projektlaufzeit dann auch nicht nur die Motivation und das Interesse an Gesundheitsthemen stärken können, sondern auch tatsächlich vielleicht auch erste Ansätze sehen können zum Verhaltensänderungen, dass man häufiger dann auch diese Tools nutzt, die wir hier eingeführt haben. Und ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt, dass was andere Projekte zeigen, ist vielversprechend und 3 Jahre ist auch eine längere Zeit, da was auf den Weg zu bringen. Wie könnte das aussehen? Das, was Sie hier sehen, ist ein Überblick über eine mögliche Toolbox. Wir haben 5 Module vorgesehen. Die ersten 4 Module in der linken Spalte beziehen sich auf die Inhalte und die Schwerpunkte im Leitfaden Prävention, Gesundheit, Gesundheitskompetenz, dann Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit, Wohlbefinden, Stress und Entspannung. Und das letzte Modul bezieht sich dann eben auf die Schulung zu Gesundheitschecks. In der Mitte sehen Sie so ungefähr, was könnten dort einzelne Tools sein, wie könnte man die nennen, aber auch das ist noch nicht in Stein gemeißelt, sonst bräuchten wir nicht partizipativ mit Ihnen zusammenarbeiten, mit den Schülern. Das ist sozusagen meine erste Skizze, wie könnte sowas aussehen. Genau. In der vorletzten Spalte sehen Sie dann die Tools beispielhaft und die Formate, die wir hier vorhaben einzubringen und mit den Kindern und den SchülerInnen dann hier zu erproben, auszuprobieren. Da hatte ich auch eben schon was gesagt, das sind überwiegend spielerische Elemente, sodass es motiviert.
Motivationsstein dann doch zum Tragen kommt. Zu der letzten Spalte hatte ich schon was gesagt, da geht es um die Leitfadenprävention. Was ist hier wichtig im Rahmen des Projektes? In erster Linie die Partizipation und das Empowerment der Zielgruppen. Und ganz klar verhaltenspräventionsorientiert, aber vor allem auch Verhältnisprävention zu betreiben. Das heißt, hier auch nicht nur am Verhalten der individuellen SchülerInnen anzusetzen, sondern auch die Struktur so mitzunehmen. Also angefangen über sie und ihre Kollegin, ne? Wo kann man jetzt diese Box dann auch anwenden, um es dann nachhaltiger hier auch einzubinden. Mehr möchte ich noch nicht verraten und das werden wir gemeinsam dann in den nächsten 3 Jahren herausfinden, was das noch alles sein könnte. Also ich will jetzt auch nicht zu viel sprudeln, weil man natürlich auch immer so eine gewisse Vorprägung aufgrund eines Berufes. Genau, und den Multiplikatorenansatz haben wir auch nochmal drinnen, jedenfalls logischerweise durch die Schulung zu Gesundheitschecks. Das heißt, alles zusammengenommen gibt es ein paar besondere Aspekte, auf die wir hier Rücksicht nehmen sollten im Projekt, weil wir es mit einer Zielgruppe zu tun haben, mit besonderen Bedarfen. Man spricht auch häufig davon, von Menschen in vulnerablen Lebenslagen, das ist so der Oberbegriff, und da gibt es ein paar Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und die wir auch zu jeder Zeit hier im Projektteam mit voller beherzigen werden. Das einerseits ein bisschen hier auch die Kommunikation und Sprachgestaltung der Materialien, dass wir hier mit Blick auf die SchülerInnen und ihre besonderen Bedarfe auch eine geeignete Sprache wählen. Und das braucht ganz klar auch Unterstützungspersonen, die wir hier auch an Bord haben. Wir brauchen das Schul- und Lehrpersonal, aber auch sicherlich die Eltern und Erziehungsberechtigten, weil ohne deren sozusagen dann auch im Freizeitbereich die Unterstützung, auch da den Kindern mal zuzuhören, wird sich diese Projektidee am Ende dann nicht weitertragen. Das kennen wir sicherlich alle. Es wird für die Fachkräfte einen Handlungsleitfaden und ein Transferkonzept geben. Wichtig ist auch, das habe ich jetzt fürs eher vielleicht nochmal so ein Resümee, die partizipative Einbeziehung der SchülerInnen, gestartet mit der Bedarfserhebung und dann die aktive Mitgestaltung durch die Kreativwerkstätten, wo wir genügend Zeit haben, um Sachen auszuprobieren, zu gucken, was klappt gut und was kommt eben nicht so gut an. Wichtig ist auch, dass wir gewisse Ansätze und Akteure mit berücksichtigen, auch in die Kommune hinein, um zu gucken, was sind denn vielleicht auch Felder und andere Settings, in denen später die Toolbox dann auch genutzt werden kann. Also wir sind ja hier in einer Probungsfeld sozusagen. Genau, zu den anderen Punkten hatte ich was gesagt. Genau, das wäre jetzt so der große Überblick erstmal so in Säulen über das Projekt. Was wir vorbereitet haben, ich gucke auf die Uhr, ist ein kleiner Pilotfilm, wie wir die SchülerInnen hier ansprechen können. Der geht knapp 3 Minuten. Wenn wir so viel Zeit haben, können wir den gerne mal zeigen. Also jedenfalls haben Sie gesagt, Ja, wir sind ja alle schon 3 Tage alt und oft ist wissenschaftliches Herangehen ein bisschen schwierig, aber das sieht ja wirklich echt gut aus, weil sie wollen ja dann auch an die Leute rankommen, die Schülerinnen und Schüler. Ja, ihre klassische Satz, man möchte nicht über, sondern mit. Ja. Darauf verspreche ich echt viel. Das und was wir vorbereitet haben, ist ein Einladungsprotyp-Pilot. Wie könnte das aussehen, um die SchülerInnen später für die Kreativwerkstätten zu gewinnen, zum Beispiel? Und so ein bisschen als Projekt-Teaser, deswegen würde ich den mal kurz abspielen. Das sind Lucia und Luca. Sie sind Schüler an der Matthias-Bauer-Schule in Bad Wildungen. Sie lieben es, Sport zu treiben und ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Aber mit dem Thema Gesundheit haben sie sich noch nicht mehr beschäftigt. Zur Gesundheit gehört zum Beispiel das Thema Ernährung. Wusstet ihr, dass eine Dose eures Lieblings-Energy-Drinks 27 Gramm Zucker enthält? Das entspricht 9 Zuckerwürfeln und erfüllt mehr als die Hälfte eures täglichen Bedarfs an Zucker. Aber auch Bewegung gehört zu einem gesunden Lebensstil.
anzuprobieren, Lucia auch.